Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir, Starshine Legacy, Episode 1, Starshine in Gefahr. Ja, ihr habt euch das schon ganz lange gewünscht, dass ich das ganze Let's Play hier und ich habe das Spiel jetzt endlich wiedergefunden, bin ganz glücklich, habe ein bisschen Ordnung geschafft hier, habe ein bisschen wieder was sortiert und aussortiert und ja, wir können jetzt quasi direkt losstarten. Ich bin gespannt, was wir hier alles erleben und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, ihr schreibt wieder alle fleißig Kommentare und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Mit natürlich einem neuen Spiel. Okay. Manchmal geschehen im Leben Dinge, aufgrund derer du eine Wahl treffen musst. Und dann ändert sich dein Lebensweg wegen dieser Wahl für immer. Du bestimmst dein eigenes Schicksal im Leben, manchmal jedoch wirst du vom Schicksal bestimmt. Wahre Worte. Kommt noch mehr Text oder war es das? Ich warte mal kurz, bis das hier verschwunden ist, um einfach nur zu schauen, ob hier jetzt noch mehr passiert. Für diejenigen, die es nicht wissen, Starshine Legacy ist sozusagen die Vorgeschichte von Star Stable Online. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis jetzt ist ja noch nicht viel passiert. Dein Vater tritt eine neue Arbeitsstelle an und dein Leben wird von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Herausgerissen aus der Stadt, in der du aufgewachsen bist, findest du dich in dem kleinen abgelegenen Küstenort Jorvik wieder. Der Ort kommt uns doch, glaube ich, ganz bekannt vor. Ohne Freunde und ohne zu wissen, wie du dich hier zurechtfinden sollst, nimmst du all deinen Mut zusammen und sammelst so viel Kraft wie möglich, um dich auf deinen ersten Tag an diesem seltsamen Ort vorzubereiten. Ah, okay, Level 1, erster Schultag. Schule von Jorvik. Okay, wir sind also in der Schule. Oh, heute ist mein erster Schultag und ich kenne hier niemanden. Ich habe wirklich keine Lust, mich zu blamieren. Ich muss los. Schließlich will ich ja nicht schon am ersten Tag zu spät kommen. Okay. Dann würde ich sagen, flitzen wir einfach mal. Kann man hier auch rennen? Okay, dafür muss man aber die Shift-Taste gedrückt halten. Alles klar. Ich denke mal, wir müssen zu dem roten Punkt. Wenn du mit einer anderen Person sprechen möchtest, geh zu der gewünschten Person. Wenn das Symbol Fragezeichen angezeigt wird, kannst du ein Gespräch beginnen, indem du die linke Maustaste drückst. Du kannst das Gespräch fortsetzen, indem du noch einmal die linke Maustaste drückst. Du kannst das Gespräch beenden, indem du die rechte Maustaste drückst. Okay, können wir mal ausprobieren, ob wir hier mit irgendwem reden können. Hallo! Wenn du das Sekretariat suchst, das ist die Tür rechts vom Trophäenkasten. Ist jemand dort? Klopf einfach an! Normalerweise ist der Hausmeister da, wenn er nicht gerade irgendetwas repariert. Okay, danke. Kann ich mit dir auch sprechen? Hallo. Willkommen an der strengsten Schule der nördlichen Erdhalbkugel. Hier herrscht eine wahnsinnig starke Tradition und die Lehrer messen uns ständig an den alten Mumien in den Trophäenkästen. Was ist denn in dem Trophäenkasten? Du kannst ihn dir gerne einmal ansehen, wenn du Lust hast, aber da ist lediglich der übliche Kram drin. Schüler, die berühmte Wissenschaftler, Politiker und Sportler geworden sind. Das Übliche halt. Okay, alles klar, danke. Oh, hier ist ein Sternchen. Hast du den goldenen Stern auf der Bank gesehen? Indem du zu ihm gehst, hebst du ihn automatisch auf. Es befinden sich überall im Spiel goldene Sterne. Du musst sie nur finden. Okay, ja. Gut, gucken wir mal. Hey, ich hab einen Stern! Wenn du bestimmte Dinge untersuchen möchtest, geh einfach zu dem gewünschten Objekt. Geh zu dem Schrank, in dem es aufblinkt. Drücke die linke Maustaste, wenn das Symbol Ausrufezeichen angezeigt wird. Okay. Die Schule hat ganz schön viele Pokale gesammelt und einige stammen von Reitturnieren. Oh, den kennen wir doch. Hallo, junge Dame. Ich habe gesehen, wie du dir die alten Sachen im Kasten angesehen hast. Du siehst aus, als wärst du vom Sternzeichen Stier. Stier? Ja, bin ich. Woher wissen Sie das? Sag mal, magst du Pferde? Ich bin früher viel geritten. Warum fragen Sie? Wer sind Sie? Du kannst mich Mr. Sands nennen.
Und ich glaube, du wurdest mal von einem Pferd verletzt, stimmt's? Ha, der blöde Mr. Sands, ja, den kennen wir bereits aus Star Stable Online. Auf den ist ja nicht jeder so gut zu sprechen, sagen wir es mal so, höflich. Nun, kleiner Feuerkopf, ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Irks, bei dem Typen kriege ich Gänsehaut. Hätte ich lieber fern von ihm. Ich weiß gar nicht, wer er ist. Da hast du wohl recht. Solltest du irgendwann mal etwas im Unterricht nicht verstanden haben, dann wende dich an Linda. Sie räumt sämtliche Stipendien ab. Und ihr Foto wird wahrscheinlich eines Tages im Trophäenkasten zu sehen sein, wenn sie ihren Abschluss gemacht hat. Die scheint ja ganz schön klug zu sein. Herrje, ob ich mich wohl jemals in dieser neuen Schule zurechtfinden werde? So, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht mit jedem sprechen. Wir werden schon noch einiges herausbekommen. So. Manchmal sind wichtige Charaktere oder Orte mit einem Punkt im Zielradar markiert. Der Radar befindet sich in der linken oberen Ecke des Bildschirms und hilft dir, zu den richtigen Orten zu gelangen. Okay. Da oben steht Alex, oder? Schaut mal, wir können ja mal hochlaufen. Die ist uns auch bei SSO schon bekannt. Durch Drehen des Mausrads oder mit der nach oben oder nach unten Taste kannst du verschiedene Symbole auf der rechten Bildschirmseite auswählen. Wenn ein Symbol ausgewählt ist, kannst du es durch Klicken mit der linken Maustaste aktivieren und es mit der rechten Maustaste wieder schließen. Sieh dir die verschiedenen Symbole für die Karte, das Handy, das Tagebuch oder das Inventar an. Ah, okay, verstehe. Okay, gut. Aber ich möchte jetzt mal zu Alex. Das ist die doch. Nur ein bisschen verpixelter als in SSO Online. Also, Star Stable Online. So. Da, schau her! Wen haben wir denn da? Das Großstadtkind? Ah, okay. Mehr können wir mit ihr gar nicht sprechen. Vielleicht ist... Keine Ahnung, wie heißt die hier eigentlich? Lisa? Hieß die Lisa? Ich weiß es nicht. Komm, wir gehen mal ins Sekretariat. Gucken mal. In der Nachricht steht, ich bin nicht im Büro. Na toll. Hey! Bist du neu hier? Wie läufst du denn rum? Du glaubst wohl, das ist schick, was? Ich sag's dir, das ist es nicht. Ich bin übrigens Anne. Aber das wusstest du bestimmt schon. Als Neuling muss man unbedingt wissen, wer wichtig ist und wer nicht. Aha, und du bist also wichtig, ja? Sei nicht dumm, natürlich bin ich wichtig. Übrigens, du solltest mal zum Friseur gehen. Was soll das denn für ein Look sein? Punk? Oder Grunge? Oder was? Was ist denn Grunge? Ich kenne nur den Grinch. Naja, so sind meine Haare nun mal. Tut mir leid, wenn es dir nicht gefällt. Ich sag dir was, Herzchen. Ich kann dir helfen, aber du musst mir einen kleinen Gefallen tun. Der Typ da drüben an der Säule neben der Bibliothek, das ist Josh. Er steht total auf mich. Er hat halt Geschmack, aber er hat bis jetzt noch nicht den Mut aufgebracht, mich um meine Handynummer zu bitten. Wenn du zu ihm gehst und ihm meine Nummer gibst, dann helfe ich dir. Nein, ich bin ganz zufrieden mit meinem Look und was willst du eigentlich von mir? Aber gut, wir machen es mal, ist wahrscheinlich unsere Aufgabe. Bist du Josh? Hallo, du bist die Neue, stimmt's? Ich habe gesehen, wie du gestern in Jorvik angekommen bist. Ich finde deine Haare wirklich toll. Die anderen Mädchen hier sehen alle gleich aus. Oh, danke. Tja, ich soll dir das hier geben. Oh, eine Telefonnummer von Anne? Ich dachte, es wäre deine. Naja, macht nichts. Danke. Aha, er steht also auf mich. Alles klar, gut zu wissen. Und hier ist doch... Ach, wie hieß sie denn? Wie hieß sie denn? Hallo, ich bin Linda. Genau, Linda. Willkommen in Jorvik. Du hast nicht zufällig einen Schlüsselbund gefunden. Ich habe meinen nämlich verloren. Nein, habe ich nicht. Aber sollte ich ihn finden, sage ich dir Bescheid. Okay, danke. Dann bis später. Okay, gut. Also müssen wir wahrscheinlich auch noch einen Schlüsselbund oder sowas finden. Können wir hier durch? Nee. Oh, ich muss niesen. Meine Nase kribbelt. Können wir hier durch? Nein, auch nicht. Vielleicht können wir hier weiter. Ich probiere jetzt einfach mal alles rum. Nein, auch nicht. Okay. Gut. Da hinten ist auch noch eine Tür. Zwei Türen sind da sogar noch. Gucken wir mal. Aber hier kommen wir auch nicht lang. Mensch, eine Thule. Genau, eine Thule mit vielen verschlossenen Schüren. Nein, ich meine natürlich eine Schule. Mit vielen verschlossenen Türen. So, gehen wir nochmal zu Alex. Da, schau her. Wen haben wir denn da? Ja, das kennen wir ja schon. Okay. Wer bist du eigentlich? Du siehst gar nicht aus, als kämst du aus Jorvik. Lass dich nicht von Mr. Graham erwischen, bevor du nicht angemeldet bist. Ist sie sehr streng?
Das kannst du wohl sagen. Wir nennen sie die böse Hexe von Jorvik. Okay. Einige Mädchen hier sind wichtiger als andere. Du freundest dich am besten mit Anna an. Die kann dir nämlich in vielen Dingen helfen. Anne? Wer ist das? So eine reiche Blonde. Wenn du sie siehst, wirst du schon wissen, dass sie es ist. Ja, mit der haben wir ja eben gesprochen. Mann, Lisa, warum fragst du denn so doof, wer das ist? Mit der haben wir doch gerade geredet. Ah, wer ist das denn? Oh, das muss wohl Mrs. Graham sein, von der schon alle gesprochen haben. Und der Hausmeister steht hinter ihr. Wie komme ich bloß an ihr vorbei? An ihr vorbei? Einfach vorbeilaufen. Halt, Fräulein! Wo willst du denn hin? Hier wird nicht herumgelaufen, es sei denn, du willst zum Unterricht. Aber du hast ja noch nicht einmal deine Bücher dabei. Also verschwinde. Lass dich nicht noch einmal erwischen. Brauche ich denn Bücher, um einfach nur in der Schule umherzugehen? Natürlich! Dies ist eine zivilisierte Schule. Und wer nicht gerade zum Unterricht geht, hat hier nicht einfach so herumzurennen. Okay, okay. Ja. Da hinten liegt ein Stern. Gucken wir mal, den holen wir uns erstmal, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie wir an der Miss Graham da vorbeikommen. Um zu dem Hausmeister zu gelangen. Vielleicht durch irgendeine Tür oder so? Nee, hier kommen wir nicht lang. Hier auch nicht. Nee, hier auch nicht. Okay. Wir laufen einfach einmal rum. Irgendwie müssen wir ja hier weiterkommen. Aber hey, immerhin haben wir schon zwei Sternchen gefunden. Ist doch schon mal von Vorteil. Kann man eigentlich springen? Oh ja, man kann hier sogar springen. Ui. So. Hier geht auch nicht. Wir reden mal mit ihr. Vielleicht kann sie uns helfen. Solltest du irgendwann mal etwas im Unterricht nicht verstanden haben? Ah, das hatten wir schon. Okay. Und du da? Habe ich mit dir auch schon geredet? Tut mir leid. Ich habe keine Zeit. Ich bin beschäftigt und außerdem sollte ich längst im Unterricht sein. Na dann, husch, husch. Da hinten liegt noch ein Stern, vielleicht kommen wir ja da dann auch weiter. So, hier nicht. Okay. Mein Gott, ey. Wie sollen denn die Schüler zum Unterricht kommen, wenn hier alle Türen versperrt sind? Oder haben die alle einen eigenen Schlüssel? Auch nicht. Verflucht. Ach, vielleicht muss Anne uns helfen. Das kann natürlich sein, wir haben ja die Telefonnummer abgegeben. Vielleicht kann sie uns ja jetzt irgendwie helfen. Warum ziehst du so ein Gesicht? War der Hausmeister nicht da, wo er sein sollte? Naja. Es war ein bisschen schwieriger, als ich gedacht hatte. Lass mich raten, du kommst nicht dorthin, weil Miss Graham dich dauernd aufhält. Da brauchst du wohl Bücher, um an ihr vorbeizukommen. Ja, das denke ich auch. Nun ja, ich trage meine Bücher nie selber. Aber dir wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Weißt du was? Geh mal zu Miss Einstein. Da drüben, das ist Linda. Und die hat mehr Bücher als die Schulbibliothek. Ah, okay, danke. Dann huschen wir nochmal zur Linda. Die leiht uns dann bestimmt ein paar Bücher aus. Oh, das ist toll, dass du dir Bücher leihen musst. Ich habe alle Bücher 2 oder 3 Mal, damit ich Notizen darin machen kann. Ich helfe dir gerne mit ein paar Büchern aus. Danke, Linda, das wäre prima. Moment mal, es gibt da ein Problem. Ich komme nicht an mein Schließfach, weil ich meinen Schlüssel verloren habe. Der Hausmeister wird stinksauer, wenn er mitkriegt, dass jemand nicht auf seine Schulschlüssel aufpasst. Aber ich denke, Alex kann uns helfen. Sie ist da drüben zwischen den Treppen. Sie hat mehr Ahnung von Technik als irgendein Junge, wenn es um Schrauben, Metall oder Mechanik geht. Stellt sie alle anderen in den Schatten. Geh mal zu ihr rüber und frag sie, ob sie uns helfen kann. Okay, also auf zu Alex. Alex! Also, was kann ich für dich tun? Wahrscheinlich willst du nicht mit mir und den Jungen hier herumhängen. Ich habe gesehen, wie du vorhin mit Prinzessin Anne gesprochen hast. Wenn du zu viel mit uns zusammen bist, wird dieses Möchtegern-Supermodell wahrscheinlich nicht mehr mit dir reden wollen. Nun ja, ich bräuchte Hilfe und ich habe gehört, dass du die Richtige dafür bist. Hoffentlich fängst du jetzt nicht an zu heulen, Stadtkind. Ich habe wirklich keinen Nerv für diese Schluchz-Schluchz. Hab Mitleid mit mir. Ich bin doch so niedlich, Nummer. Lass uns ein Geschäft machen. Du zeigst mir, dass du mehr Mumm hast als all die anderen Mädchen hier und ich breche das Schließfach auf. Aber zuerst musst du mich fangen. Was, ich soll dich fangen? Muss ich dann die Maustaste drücken, wenn ich an ihr dran bin, oder was? Du bist ja gar nicht so schwach, wie du aussiehst. Komm mit, ich bring dich zu Lindas Schließfach. Was, das hat was mit Mumm zu tun gehabt, dass ich ihr hinterher renne, oder was? Okay. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum, aber scheinbar ist das hier eine richtig harte Mutprobe gewesen. Ah.
Aha, Nummer 61. Na, dann mach mal auf das Brett. Lass mal sehen. Es ist auf. Und da sind die Bücher. Hier, nimm sie. Und was ist das? Sabines Handy? Was macht das denn in Lindas Schließfach? Das ist ja seltsam. Aber ich kann es ihr ja geben. Ich habe sie eben beim Hausmeister gesehen. Okay. Nimm es und gib es Sabine. Lisa, du bist in Ordnung. Ich hoffe, wir sehen uns später. Falls du gerne reitest, Linda, ich gehe fast jeden Tag in den Stall. Ja, du hast ja auch ein ziemlich kurioses Pferd mit einem komischen Namen, das sprechen kann. Okay. Das da hinten ist dann also Sabine. Woher weiß denn Lisa jetzt, dass das da hinten die Sabine ist? So, laufen wir mal langsam, obwohl... So. Hören Sie! Als Angestellter dieser Schule sollten Sie mir wirklich zuhören. Mein Vater hat so viel für diese Schule getan und das wissen Sie. Die große Uhr konnte dank seiner Spende repariert werden. Übrigens, diese Linda, ich sag's Ihnen. Sie ist eine Diebin, sie hat mein Handy gestohlen und jetzt möchte ich, dass Sie mal einen Blick in Ihr Schließfach werfen. Ich bin mir ganz sicher, dass mein Handy da drin ist. Ich glaube, du reagierst etwas über. 100? Entschuldigung, wenn ich störe, aber ich habe dieses Handy hier in der Halle gefunden. Du bist doch Sabine, oder? Oh, aber das ist doch nicht möglich. Tja, danke. Aber du solltest dich in Zukunft um deine eigenen Angelegenheiten kümmern. Oh, du bist also eine Hexe. Du hast was fallen lassen. Aha, Lindas Schlüssel. So, jetzt reden wir mit dem Hausmeister. Komm mit in mein Büro, dann werden wir dich anmelden. Und vergiss nicht, Linda ihren Schlüssel wiederzugeben. Nein, nein, vergesse ich nicht. Tja, da hat die Sabine wohl das Handy in Lindas Schließfach gesteckt. Und hat ihr vorher den Schlüssel geklaut. So kann ich mir das nur vorstellen. Ach Mensch, diese Schulintrigen hier überall. Alles klar, Lisa. Du bist jetzt angemeldet. Und hier hast du deinen Schließfachschlüssel und deine Bücher. Denk dran, deine erste Unterrichtsstunde findet in Raum 5 statt. Okay, welcher ist denn bitte Raum 5? Oh, Level 1 abgeschlossen. Wir speichern das Ganze mal. Weiter, ohne Speichern? Nö, wir speichern. Da. Spiel wird gespeichert. Okay. Und jetzt weiter. Level 2. Der Reitstall von Jorvik. Voll mit Eindrücken von deinem ersten Schultag machst du dich auf den Weg in den Reitstall von Jorvik. Wenn du dich zurückerinnerst, wie du als Kind geritten bist, kommt dir vor allem ein Sturz vom Pferd schmerzhaft ins Gedächtnis. Oh Gott, ich kann heute nicht mal lesen. Bei dem du dich verletzt hast. Du atmest einmal tief durch und gehst in den Stall, um Linda ihre Schlüssel zurückzubringen. Okay. Gut. Reitschule von Jorvik. Das ist also der Reitstall von Jorvik. Toll! Jetzt muss ich aber Linda finden, die mir heute so geholfen hat, damit ich ihr ihren Schlüssel wiedergeben kann. Na, dann suchen wir doch mal die Linda. Ah, sieht wirklich ein bisschen aus wie Jorvik, ne? Hier das Haus, da mussten wir ja immer diese richtigen Steine gegen diese Erdbrocken austauschen. Da drüben ist der Stall. Und hier so diese Koppel. Bloß geht's dann halt eigentlich da noch raus. Ja, cool. Oh, hallo. Ich hatte keine Ahnung, dass du dich auch fürs Reiten interessierst. Das hier ist mein Pferd Concord, der beste Hengst im ganzen Stall. Ach, und übrigens, Josh und du, habt ihr etwa miteinander geflirtet? Nein, nicht wirklich. Hast du vielleicht Linda gesehen? Ich glaube, ich habe Linda vor kurzem gesehen. Hast du dir schon die Stallungen angesehen? Nö, mache ich aber jetzt. Okay. Kahn ist das schnellste Pferd, weit und breit. Und ich verlange, dass wir beim nächsten Rennen als Favoriten genannt werden. Sabine, natürlich die Sabine ist das aus Star Stable Online mit diesem Pferd, was Feuerrufen da irgendwie hat und so. Die Böse, die den Justin, hieß der Justin oder Julian, ich weiß es nicht mehr, da einfach sozusagen regelrecht entführt hat. Die ist es also. Aha. Was machst du denn hier, Stadtkind? Der Reitstall von Jorvik hat eine Warteliste von über einem Jahr. Du kannst es dir also abschminken, mit uns reiten zu wollen. Sabine hat recht, die Reitstunden sind leider ausgebucht. Ich würde dir gerne einen Platz verschaffen, aber im Moment geht es nicht. Ihr seid der Kacke. Ich will aber reiten. Ich muss aber hier rein, oder? Was macht... Achso, nee, das hatten wir schon. Okay, gucken wir mal, wo Linda ist. Da hinten steht Alex. Da ist, glaube ich, Josh. Bist du Josh? Ich glaube, ja, ne?
Hallo Lisa, schön dich hier zu sehen. Ich verdiene mir bei Mr. Herman ein wenig extra Taschengeld. Ah ja, das ist doch Mr. Herman, dem wir da diese Steinbrocken da immer geben sollen. Ja, ja, wie man hier so alles wieder trifft. So, Alex. Hallo Lisa, na, wie war dein Tag heute? Zum Schluss ist doch noch alles gut gelaufen. Danke nochmal für deine Hilfe. Was machst du da? Ich versuche gerade, das Ding hier wieder in Gang zu setzen, damit die Pferde etwas zu fressen bekommen. Aber niemand hier schafft es, einen einfachen Motor zum Laufen zu bringen. Ich unterhalte mich gerne mit dir, aber ich muss unbedingt das Ding hier zum Laufen bringen, bevor der Tag vorbei ist. Okay, na dann mach mal. Wo ist denn Linda? Linda. Hast du Linda gesehen? Hier geht es gerade etwas turbulent zu, weil das nächste Turnier ins Haus steht. Aha, ein Turnier. Kann ich hier rüberspringen? Nö. Wo ist denn der rote Punkt auf der Karte? Die muss ja hier irgendwo sein, die Lindermaus. Also als ich vorhin bei der Sabine stand, da war ein roter Punkt. Da ist er doch. Aber wo komme ich denn dann hier rein? Muss ich vielleicht rumlaufen? Nee. Vielleicht durch die große weiße Tür? Das können wir ja mal versuchen, ob das klappt. Nee, auch nicht. Oder hier? Auch nicht. Kann mit ihm nochmal reden? Sieh dir einfach in aller Ruhe die Stallungen an und mach dich mit dem Ort vertraut. Wenn du Linda suchst, die findest du möglicherweise im Stall. Dort hilft sie, eine Bestandsaufnahme der Dinge zu machen, die vorhanden sind und die gebraucht werden. Hey, Rotkäppchen! Komm mir bloß nicht in die Quere! Oh, bist du eine olle Ziege, ey. Okay, also müssen wir doch hier rein. Hallo, hallo. Wo geht's denn da lang? Ah, oh, ein Sternchen. Okay. So. Ah, hier ist... Nee, das ist doch nicht Linda, oder? Wirklich traurig. Er ist so ein tolles Pferd, aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Was hat er denn? Sein Name ist Starshine. Er hat das Potenzial, das schnellste Pferd Jorviks zu werden. Aber er scheint seine Willenskraft verloren zu haben. Er frisst und trinkt nicht und lässt niemanden in seine Nähe. Wirklich schade. Ich glaube, wir müssen ihn einschläfern lassen. Hey, du da. Wer bist du? Oh. Wer hat das gesagt? Hallo? Komm näher an die Box. Ich bin hier im Dunkeln. So. Starshine? Du bist so schön, aber wie kommt es, dass ich dich hören kann? Ich weiß nicht, Mädchen, aber ich kann dich auch verstehen. Ganz schön unheimlich. Bitte hilf mir. Irgendetwas zerstört mich von innen. Eine dunkle Macht, die ich nicht deuten kann. Ich bin sicher, wenn du mir hilfst, dann kann ich bald wieder zurück auf den Reitplatz. Was ist das bloß? Wie kommt es, dass ich verstehen kann, was Starshine möchte? Ich muss ihm helfen. Ich muss mit Herman reden. Sofort. Okay. Ja, natürlich kann sie mit Fern reden. Ist doch logisch. Geh ruhig in die Stallungen, wenn du Linda suchst. Da war ich doch eben schon. Okay, warte mal. Guck mal, ob wir Linda noch irgendwo finden. Linda! Hä? Hast dich hinter der Tür versteckt? Hallo Lisa, schön dich hier zu sehen. Ich wusste nicht, dass du dich fürs Reiten interessierst. Eigentlich bin ich hierher gekommen, um dir einen... Moment, das ist ja jetzt... Sind wir jetzt. Eigentlich bin ich hierher gekommen, um dir deinen Schlüssel wiederzugeben. Ich bin dir so dankbar, dass du mir heute geholfen hast. Aber ich glaube, Sabine hat was gegen dich. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Ich glaube fast, sie hat meine Schlüssel gestohlen und ihr Handy in mein Schließfach gelegt, damit ich Ärger bekomme. Ich kenne sie zwar nicht, aber überraschen würde mich das nicht. Hör mal, ich muss Starshine auf dem Reitplatz bringen, um zu zeigen, dass er etwas taugt. Sonst wird er womöglich eingeschläfert. Das Problem ist nur, dass ich schon jahrelang nicht mehr geritten bin und nicht weiß, ob ich es noch kann. Mach dir keine Sorgen, Lisa. Glaub nur an dich selbst und du wirst sehen, alles wird gut gehen. Hä? Nee, jetzt muss ich zu Herman. Mein Gott, das ist ja ein Hin und Her hier. Ey, lass mich auch raus. Was kann ich für dich tun, Kleine? Ich möchte Sie bitten, Starshine und mir eine Chance zu geben. Jeder hier denkt, dass er nichts taugt, aber ich bin sicher, ich kann Ihnen zeigen, dass er genauso gut ist wie alle anderen. Irgendetwas sagt mir, dass du es tatsächlich schaffen könntest, Kleine. Lisa, richtig? Wir können bestimmt irgendwo Sattel und Zaumzeug organisieren und Starshine auf den kleinen Reitplatz bringen. Ja!
Okay. So, hier haben wir Starshell für dich fertig gemacht. Wenn du es schaffst, dass er wieder mitarbeitet, verspreche ich dir einen Platz in der Reitschule und eine gute Zukunft für Starshine. Du wirst ganz schön auf die Nase fallen, Mädel. Hör nicht auf sie, Lisa. Geh die Sache einfach entspannt an und alles wird gut gehen. Auf geht's. Zeig es Sabine mal so richtig. Oh, Starshine, es muss irgendetwas Schlimmes mit dir passiert sein. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Seltsamerweise fühle ich mich mit dir verbunden. Auch wenn ich dich nicht mehr hören kann. Vielleicht habe ich mir deine Stimme auch nur eingebildet. Oh, Mr. Sands. Die dunkle Macht fühlt sich gerade sehr stark an. Du musst mir helfen. Seltsam, es hat angefangen, als dieser unheimliche Mr. Sands auftauchte. Das arme Pferd Starshine sieht sehr nervös aus. Lisa, bevor du aufsteigst, musst du ihn beruhigen. Ich glaube nicht, dass du Ahnung von Pferden hast. Hör nicht auf sie, Lisa. Bleib einfach in Starshines Nähe und klopfe ihm ein paar Mal auf den Hals. Okay, ihr Lieben. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen und direkt losgaloppieren und das Pferd ein bisschen schlagen, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Ich hoffe, ihr freut euch, dass jetzt endlich Starshine Legacy let's played wird. Und ich würde mich natürlich über eure Kommentare unter diesem Video riesig freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.